Wissen mit Weihe, die Rechtsrubrik des DJV NRW aus dem Podcast Ohne Block und Bleistift mit handfesten Tipps für Journalistinnen und Journalisten. Ich bin Sascha Fobbe und mein Gesprächspartner ist wie immer Christian Weihe, Justiziar des DJV NRW. Hallo Christian. Hallo Sascha. Christian, das heutige Thema, das sind die Rechte von Journalisten und Journalistinnen bei solchen Ereignissen wie die Räumung von Lützerath im Januar. Das ging ja echt durch alle Medien. RWE hatte Journalisten ja reingelassen auf das Gelände in Lützerath. Zu dem Zeitpunkt war das aber schon Privatgelände. Hätte RWE den Journalisten den Zugang verweigern können? Sascha, solche Fragen sind höchstrichterlich noch nicht abschließend entschieden. Grundsätzlich ist es so, dass es kein Zugangsrecht der Presse für Privatgelände gibt. Das Bundesverfassungsgericht hat aber in einigen Entscheidungen, zum Beispiel bei einem Stadionverbot des MSV Duisburg, Grundrechte auch zwischen Privaten geprüft. Und ich kann mir deshalb sehr gut vorstellen, dass, wenn es zu einer Entscheidung von dem Bundesverfassungsgericht käme, in dem die Pressefreiheit abgewogen werden muss mit dem Eigentumsrecht, dass es dann am Ende in bestimmten Fällen situativ doch ein Zugangsrecht geben könnte. Okay, hier musste ja nicht geklagt werden. RWE hatte ja Journalisten schon reingelassen. Wenn ich aber jetzt der Meinung bin, öffentliches Interesse besteht, der Eigentümer sagt aber, nee, du darfst hier nicht hin, was mache ich dann? Dann wende ich mich an den DJV NRW, wenn ich Mitglied bin. Wir haben übrigens da auch eine Notfallnummer für solche Fälle extra eingerichtet. Die finde ich dann immer auf der Homepage, wenn denn solche Aktionen mal sind, ne? So ist es. Andere Frage, darf denn ein Privatunternehmen in so einem Fall verlangen, dass man sich akkreditiert als Journalist oder reicht es, wenn ich das irgendwie belegen kann? Wenn ich dann vor Ort bin und sage, ich bin Journalistin, ich will rein oder muss ich wirklich akkreditiert sein? Wenn man ein Zugangsrecht hat, das letztendlich auf der Pressefreiheit beruht, dann muss man auch nachweisen, dass man sich auf die Pressefreiheit berufen kann. Und das kann natürlich wunderbar geschehen mit dem bundeseinheitlichen Presseausweis. Also ausweisen als Journalist kann ich mich mit dem bundeseinheitlichen Presseausweis, den ja auch der DJV NRW ausgibt. Aber es kommt ja immer mal wieder vor, dass es Zugangsbeschränkungen gibt, weil das öffentliche Interesse so groß ist, meinetwegen bei einem Gerichtsverfahren, und da passen gar nicht alle Journalisten rein, die gerne möchten. Da kann ich mich dann vermutlich auch nicht mehr auf meinen Presseausweis berufen und auf die Pressefreiheit. Wenn ich jetzt ein Zugangsrecht habe, wie zum Beispiel bei einem Gerichtsverfahren, dann kann derjenige, der mir den Zugang gewähren muss, aber aus Kapazitätsgründen möglicherweise sagen, es kommen nur bestimmte Journalisten rein, zum Beispiel diejenigen, die in diesem Themenbereich in der Vergangenheit schon berichtet haben. Okay, also ein Gericht kann praktisch eine Zulassung begrenzen. Wie ist es denn eigentlich, wenn ich als Privatunternehmen manche Journalisten reinlasse und manche nicht? Das gibt es ja immer mal wieder, dass tatsächlich ein Fußballverein sagt, der Journalist hat nicht in meinem Sinne berichtet, der darf nicht mehr. Kann ich denn da irgendwas machen? Grundsätzlich dürfen Privatleute auch gegenüber der Presse machen, was wollen. Aber in bestimmten Fällen kann es ein Willkürverbot geben. Und so ein Willkürverbot wurde zumindest dann angenommen, wenn derjenige, bei dem man Zugang begehrt, eine Monopolstellung hat. Und das ist zum Beispiel bei Fußballvereinen der Fall. Da wird eine Monopolstellung angenommen und die dürfen die Presse nicht willkürlich ablehnen. Und schon das Reichsgericht hat entschieden, dass man einen Theaterkritiker nicht einfach ausschließen kann wegen unbequemer Berichterstattung. Das Reichsgericht, wann war das denn? Schon lange her. Aber das ist so eine Entscheidung, auf die sich immer noch alle berufen, weil es nicht so viele gibt. Spannend. Wenn es jetzt noch Fragen zu dem Thema gibt, darf ich denn auf ein Privatgelände oder nicht? Oder wenn mir der Zugang verwehrt wird, wo kann man sich denn da informieren? Zum Beispiel in der Geschäftsstelle des DJV in Nordrhein-Westfalen. Also wie immer bei dir und deinen Kolleginnen. So ist es, Sascha. Alles klar. Dankeschön. Christian Weihe, Justiziar des DJV NRW. Dankeschön, Sascha. Die nächste reguläre Folge der Rechtsrubrik Wissen mit Weihe erscheint am 11. April zusammen mit der nächsten Ausgabe des Podcasts Ohne Block und Bleistift. Im März ist dann der nächste Lokalfunk-Podcast dran. Wer Anmerkungen oder Themenvorschläge hat, eine E-Mail-Adresse steht in den Shownotes. Die Podcasts des DJV NRW jeden zweiten Dienstag im Monat. Ich bin Sascha Fobbe. Tschüss, bis zum nächsten Mal.